Kirschkuchenzutaten für 8 Stück 4 Eier, 200 Gramm weiche Butter, 180 Gramm Zucker, 1 TL Zimt, 125 Gramm Mehl, 1 TL Backpulver, 150 Gramm gemahlene Mandeln, 2 bis 3 Ehl Zitronensaft, 100 Gramm gehackte Zartbitterschokolade. Ein Glas Kirschenzubereitung. Erster die Eier trennen. Eigelbe und alle Zutaten bis auf die Kirschen zu einem Teig vermengen. Eiweiß steif schlagen und vorsichtig unter den Teig heben. Zweiter eine 26 cm Springform einfetten und bemehlen. Den Teig zur Hälfte einfüllen, die Kirschen darauf verteilen und nun den restlichen Teig darüber streichen. Rote Beete Risotto. Zutaten für 4 Personen: 2 kleine rote Beeten, frisch, eine Knoblauchzehe, 2 Schalotten, 0,5 bis 1 Ei Gemüsebrühe, etwas Olivenöl, 1 Ei Honig, 250 Gramm Risotto Reis, Arborio, 1 Schuss Rotwein, 4 kleine Zweige Rosmarin, 1 Ei Butter, 1 Handvoll geriebener Parmesan, optional, etwas Ziegenfrischkäse. Zubereitung. Erster die roten Beeten, den Knoblauch und die Schalotten schälen und in Würfel schneiden. Je größer die Würfel der 2. Die Brühe in einem Topf erhitzen. Sie sollte die ganze Zeit über vor sich hin köcheln. In einer Pfanne etwas Olivenöl erhitzen und die Schalotten und den Knoblauch darin glasig andünsten. Die roten Beeten dazugeben und den Honig darüber träufeln. Er soll leicht karamellisieren. Auch den Reis kurz mit andünsten. Dritter nun mit einem kräftigen Schuss Rotwein ablöschen, den Rosmarin hinzugeben und fortan immer eine Kelle Brühe angießen. Wenn die Brühe aufgesogen, verdampft ist, mit der nächsten Kelle auffüllen. Dazwischen immer rühren, rühren, rühren. Dieser Prozess wird nun wiederholt, bis der Reis al dente ist. Dann kann der Herd ausgeschaltet und die Pfanne von der Flamme genommen werden. Zum Schluss noch die Butter und den Parmesan unterrühren. Wenn beides geschmolzen ist, kann das Risotto serviert werden. Wer mag, kann noch etwas Ziegenfrischkäse darüber geben. Der passt super dazu. Rote Beete Eintopf mit ENV-Zutaten für 6 Personen: 2 Entenkeulen, 11-2 I Geflügelbrühe, 700 Gramm rote Beeten, 400 Gramm Kartoffeln, mehlig kochend, 400 Gramm Weißkohl, 1 Zwiebel, 2 Lorbeerblätter, 3 Pimentkörner, 1 Ei Majoran, Salz, Pfeffer. Zubereitung. Erster Entenkeulen kalt abspülen, trocken tupfen und die Haut entfernen. In einen großen Topf geben, Geflügelbrühe dazu gießen und aufkochen. Fleisch im geschlossenen Topf bei kleiner Hitze etwa eine Stunde kochen lassen. Zweiter rote Beeten und Kartoffeln schälen, in große Stücke schneiden. Weißkohl putzen, waschen und in kleine Stücke schneiden. Zwiebel schälen, grob würfeln. Nach 45 Minuten rote Beeten, Lorbeerblätter und Piment zum Fleisch geben und 15 Minuten mitkochen. Kartoffeln, Weißkohl und Zwiebelwürfel hinzufügen und alles zusammen weitere 15 Minuten kochen lassen. Mandelkuchenzubereitung. Erster Ofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Springform, 20 bis 24 cm, oder ofenfeste Pfanne leicht ausbuttern. Die Butter bei mittlerer Temperatur schmelzen und beiseite stellen. Zweiter Zucker und Zitronenschale in die Rührschüssel geben. Mit einem flachen Löffel gut miteinander verreiben. Welch Duft! Ein Traum. Dritter die Eier nacheinander hinzugeben und mit Hilfe eines Schneebesens gut verrühren. Salz und Vanille dazugeben. Da das Mehl einrühren zu Butter dazugeben, alles 7 Ei schön geschmeidigen 7 Ei 9 erarbeiten und in die vorbereitete Form geben. Vierter Mandeln auf dem Teig verteilen und alles mit 2 Ei Zucker bestreuen. Circa 25 bis 30 Minuten lang backen, abhängig von der Größe eurer benutzten Form und euren Ofeneigenschaften. Haben ja ab und an ihren eigenen Charakter, diese Einbaugeräte. Lammpott Aufholzutaten für 8 Personen: 1 Zwiebel, 1 Kilogramm Lammknochen, 450 Gramm Möhren, 400 Gramm Knollensellerie, 1 Bund glatte Petersilie, eine Stange Porree, 3 Ei Fenchelsaat, 1 Ei Wacholderbeeren, 3 Nelken, 1 Ei Pfefferkörner.
ein Lammrollbraten, ca. 900 Gramm, 3 Lorbeerblätter, eine kleine Knoblauchknolle, 10 Gramm Thymianstiele, Schale von einer Bio-Zitrone, 6 Edeka Bio-Olivenöl, Salz, 500 Gramm Kartoffeln, 400 Gramm Würsing-Zubereitung Zwiebel mit Schale. Halbieren und in einer Pfanne ohne Fett die Schnittstellen bräunen. Knochen und Zwiebel mit 4 Eiern kaltem Wasser in einem Topf aufsetzen. Aufkochen und bei mittlerer Hitze eine Stunde kochen lassen. Gelegentlich abschäumen. 200 Gramm Möhren putzen, schälen und grob schneiden. 150 Gramm Sellerie putzen, schälen und grob würfeln. Petersilie grob schneiden. Grün vom Porree grob schneiden, waschen und abtropfen lassen. 2 Elfenchelsaat, Wacholder, Nelken und Pfeffer grob mörsern. Lamm mit der Gewürzmischung, Lorbeer, Petersilie, geputzten Möhren und Sellerie, Porree, halbiertem Knoblauch und Thymian zur Brühe in den Topf geben und eine weitere Stunde köcheln lassen. 3. Rest Fenchelsaat einmalen. Mit Zitronenschale und Öl verrühren. Fleisch herausnehmen und abkühlen lassen. Form durch ein Sieb geben, aufkochen und salzen. Kartoffeln mit Schale kochen, pellen und in Würfel schneiden. Restmöhren und Sellerie schälen und in 1 cm dicke Stücke schneiden. Weißes Ende vom Porree längs halbieren, waschen und in Scheiben schneiden. Äußere Würsingblätter entfernen, Kohl halbieren und den Strunk entfernen. Kohl in 1 bis 2 cm große Stücke schneiden. 4. Möhren und Sellerie im schwach kochenden Form 6 bis 7 Minuten garen. Kartoffeln, weitere 4 bis 5 Minuten mitkochen. Küchengarn vom Rollbraten entfernen, Fleisch in 1 bis 2 cm große Würfel schneiden, Sehnen und Knorpelstücke entfernen und in die Suppe geben. Etwas Gewürzöl in die Suppenteller geben und mit Pott auf Feuer auffüllen. Rosenkohl mit Datteln. Zutaten für 4 Personen: 1 Kilogramm Rosenkohl, 2 rote Zwiebeln, 2 Elbpflanzenöl, Salz, Pfeffer, 100 ml Apfelsaft, 100 ml Gemüsebrühe, 80 Gramm Softdatteln, 1 Esslöffel frisch gehackter Thymian, 1-2 TL Zitronensaft, 1 TL Edeka Bio-Waldhonig, 1 Prise Kreuzkümmel. Zubereitung: die äußeren Blätter vom Rosenkohl ablösen. Anschließend waschen und längs halbieren. Die Zwiebeln schälen, halbieren und in Streifen schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen und beides 4 bis 5 Minuten goldbraun anbraten. Salzen und pfeffern. Mit dem Saft und der Brühe ablöschen. Unter gelegentlichem Rühren zugedeckt ca. 6 Minuten dünsten. Während der letzten 2 bis 3 Minuten den Deckel wieder abnehmen. Die Datteln entkernen und in Streifen schneiden. Mit dem Thymian zum Gemüse geben. Alles mit Zitronensaft, Honig, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer abschmecken und servieren. Kartoffel-Eintopf zubereiten. 2, ein Schnittlauch waschen, trocken schütteln und in Röllchen schneiden. Mit Senf und Bete mittlerer Punkt verrühren, salzen und Pfeffer mittlerer Punkt kühl stellen. Zubereiten. 2, ein Schnittlauch waschen, trocken schütteln und in Röllchen schneiden. Mit Senf und Bete mittlerer Punkt verrühren, salzen und Pfeffer mittlerer Punkt kühl stellen. Öl in einem Topf erhitzen. Suppengemüse und Kümmel darin 5 Minuten andünsten. Brühe, Lorbeer und Kartoffeln zugeben und 15 bis 20 Minuten kochen. Suppe vom Herd nehmen und Lorbeerblatt entfernen. Mit Muskat würzen. Würstchen hineingeben und zugedeckt 5 Minuten ziehen lassen. Suppe mit den Würstchen in tiefe Teller geben. Orangen-Pistazien-Shortbread. Zutaten für ca. 16 Stück: 300 Gramm Mehl, 2 gehäufte Ehlspeisestärke, 1 TL Backpulver, 200 Gramm weiche Butter plus 1 TL zum Fetten der Form, 100 Gramm Zucker plus 2 TL zum Bestreuen, 1 pck Vanillezucker, 1-2 TL Salz, 1 pck Edeka Orangenschalen, 30 Gramm Pistazien, gemahlen oder gehackt. Zubereitung: 1. Mehl mit Stärke und Backpulver vermischen. Butter mit Zucker, Vanillezucker und Salz cremig rühren. Hälfte der Mehlmischung zugeben und unterrühren. Rest mit den Händen unterkneten.
Orangenschale und Pistazien untermengen. Zweiter Tag auf einer bemehlten Arbeitsfläche ca. 1,5 cm dick mit 2 Tonnen EC2-Kriemesser ausrollen. In eine SZ mittlerer Punkt Guillaume geben. Teig in Raute mittlerer Punkt, Eiden und mit einer XEI rächen. Eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Orangen-Tartelettes mit süßer Creme. Freiche Zutaten für 8 bis 10 Stück: 2 Bio-Orangen, 3 Eier, 3 Eigelb, 175 Gramm Zucker, 160 Gramm Butter plus Butter für die Förmchen, 2 Elspeisestärke, 1 PCK, Vanillezucker, 1 Prise Salz, 150 Gramm Mehl, 80 Gramm Schlagsahne, 75 Gramm Puderzucker, 100 Gramm Creme Freiche, 1-2 Granatapfel. Frisch. Erbsen zum Blindbacken. Zubereitung: Erster für die Füllung Orangenschalen fein abreiben, 2 Eier, Eigelbe und 100 Gramm Zucker in einer Schüssel mit der Maschine verrühren. Saft der Orangen auspressen, 100 Gramm Butter in einen Topf geben und schmelzen. Die Zuckermasse zur Butter geben, Orangenschale und Kokoladendörtchen Schüssel Backertau und Zucker vermischen. Malzbierbutter in eine große Schüssel geben. Den Kakao mit dem Zuckerlöffelweise darunter geben und mit dem Rührer vermengen. Liste mit ein Elementen: ersten Buttermilch in eine Schüssel geben, Eier zugeben und gründlich mit einer Gabel vermengen. Zur Malzbierbutter in die Schüssel geben und verrühren. Mehl mit dem Backpulver mischen und löffelweise zugeben, bis ein glatter, flüssiger Teig entsteht. Teig halbieren und die Böden einzeln in Spring- oder Silikonform, 18 cm, backen, Springform mit Backpapier auskleiden. Böden je ca. 35 bis 40 Minuten backen, auskühlen lassen. Eine kleine Tasse Wasser zum Kochen. Orangen-Tartelettes mit süßer Creme. Freiche Zutaten für 8 bis 10 Stück: 2 Bio-Orangen, 3 Eier, 3 Eigelb, 175 Gramm Zucker, 160 Gramm Butter plus Butter für die Förmchen, 2 Elspeisestärke, 1 PCK, Vanillezucker, 1 Prise Salz, 150 Gramm Mehl, 80 Gramm Schlagsahne, 75 Gramm Puderzucker, 100 Gramm Creme Freiche, 1-2 Granatapfel. Frisch. Erbsen zum Blindbacken. Zubereitung: Erster für die Füllung Orangenschalen fein abreiben, 2 Eier, Eigelbe und 100 Gramm Zucker in einer Schüssel mit der Maschine verrühren. Saft der Orangen auspressen, 100 Gramm Butter in einen Topf geben und schmelzen. Die Zuckermasse zur Butter geben, Orangenschale und